hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News. Und heute gibt's das neue Roadmap-Update für die Alpha 3.18 sowie den Star Citizen Monatsreport mit einigen sehr, sehr coolen Inhalten, die uns ja jetzt schon teilweise begegnen, aber vor allem dann in 3.18 implementiert werden sollen. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert, und wir starten erstmal direkt mit dem Roadmap-Update. Das dreht sich wirklich vollständig um die Alpha 3.18, die sicher auch schon bald in die Evocati-Hände und dann kurz darauf auch öffentlich auf dem PTU kommen wird. CRG fügt diverse neue Gameplay-Elemente hinzu, welche uns dann dort erwarten. Zum einen gibt es neue Wracks auf Planeten mit entsprechenden Missionen, Rätseln, feindlicher KI und mehr. Als Schiffe dienen hierbei die Mercury Starrunner und die 600i, welche dann noch angepasst werden und dann mit dem Planeten verwachsen, also quasi andere Variationen von dem großen Reclaimer-Wrack Ghost Hollow, was wir schon im aktuellen Patch haben. Auch neue Flüsse und Seen sollen auf Hurston und auf Microtech hinzugefügt werden, welche dann das neue Tool benutzen, was ich euch im letzten Star Citizen News schon gezeigt habe. Darüber hinaus fügt CRG einen neuen Höhlenarchetypen ein, nämlich die Sandhöhlen. Dabei handelt es sich um neue Höhlennetzwerke von unterschiedlichen Gängen, Verzweigungen und neuen Missionen und neuen Typen. CRG überarbeitet mit Alpha 3.18 auch den Arena Commander, speziell den Racing-Modus, denn dieser erhält ein vollständiges Redesign mit neuen Karten, neuen Checkpoints und weiteren Verbesserungen, und auch die neue Rennstrecke, The Snake Pit, wird enthalten sein, also das Ding, was wir schon von Clio kennen. Für das Clasher-Gefängnis werden neue Sandbox-Missionen und Verdienstmöglichkeiten sowie Fluchtvariationen hinzugefügt. Mal schauen, ob wir dann auch endlich mal die versprochenen Boxkämpfe erhalten, denn ihr wisst ja, Sandbox-Gameplay ist nichts anderes als PvP-Gameplay, also nichts, was irgendwie geskriptet ist, sondern ja, was in der offenen Welt quasi, die nicht ganz so offen ist, weil es halt ein Gefängnis ist, ablaufen soll. Auch Orison erhält ein größeres Update, bei dem an diversen Stellen rund um den Planeten verteilte Zonen entstehen, in denen neue Missionen stattfinden sollen. Es handelt sich dabei quasi um eine Abwandlung von den Plattformen, die wir jetzt auch schon von der Belagerung von Orison kennen, also den Raid, und die also überall verteilt werden. Außerdem bekommt Orison darüber hinaus auch noch, das werden wir dann gleich nachher noch besprechen, eine eigene coole Rennstrecke. So, beim Quantum Drive will CRG für mehr Abwechslung sorgen und fügt sowohl neue Verbotszonen ein, als auch neue Quantum-Missionen, welche uns also dann hin und wieder ja rausziehen und Gameplay anbieten sollen. Es dürfte also dann einiges zu entdecken geben auf unseren Reisen. Es geht also vor allem um diese Bereiche zwischen den Planeten und den Monden, wo man also normalerweise nur rumfliegt. Da soll einfach mal jetzt endlich mehr Gameplay kommen, dass sich die Reisen ja nicht mehr so langweilig und ja vor allem langsam anfühlen. Ne? Denn bisher ist es ja so, dass das nicht wirklich Spaß macht, in Quantum Drive zu fliegen. Vielleicht gibt es dann da ein bisschen mehr Abwechslung. Mit diesen Veränderungen wächst Alpha 3.18 nun auf insgesamt 14 Features an, wobei alleine 8 Stück schon im Gameplay-Bereich liegen. Sicher kommt noch hier und da was Neues hinzu, wobei wir natürlich auch bedenken müssen, dass das Salvaging, der Cargo Refactor und das Umstellen auf die neue Entity Graph Datenbank das eigentliche Highlight und das eigentliche große Feature sein werden. Also wir reden hier von der vollständigen Persistenz der Spielwelt und damit auch die Vorbereitungen für Server Meshing und für Pyro, die mit 3.18 stattfinden werden. So, und damit kommen wir nun zum neuen Monatsreport, wo wir mal mit den KI-Updates anfangen, und die haben es wirklich in sich. CRG hat sich vielen Federbehebungen in den Bereichen KI-Design, KI-Animation und Code gewidmet. Insgesamt konnten dabei 50 Probleme gelöst werden, die uns schon länger plagten, was wir auch deutlich in der 3.16.2 merken. Aber auch an neuen KI-Features wie dem Waffenhändler und dynamischen Konversationsfunktionen wurde gearbeitet. Im Bereich des Kampfes wurde an mehr Taktikauswahl für die KI gefeilt, sowie an dessen Switch für die Entwickler, die nun in der Lage sind, schnell Daten zu verändern, um bestmögliche Kampfverhalten für die jeweilige Situation zu schaffen. Also es ist quasi einfacher, dann NPCs anzupassen als vorher. Dazu gehört dann auch das Wahrnehmungssystem der KI, was zukünftig auf mehreren Reizen basieren soll, wie das Hören von Schritten oder Schüssen sowie das Sehen eines Gegners. Werden verschiedene Schwellenwerte erreicht, löst dies Wachsamkeitsstufen aus, was dann zur Reaktion der KI führt und mit der Zeit, also wenn dann diese Reize nicht mehr kommen, wieder abflacht und dann sich normalisiert. Auf der niedrigsten Stufe reagiert die KI zum Beispiel, indem sie einfach den Kopf in Richtung des Reizes hindreht, auf der mittleren Stufe wird sie den Reiz untersuchen und auf der höchsten Stufe wird sie in den Kampf eingreifen. Außerdem wurde mit der Arbeit am Erkundungsverhalten begonnen. Die Entwickler haben ein System implementiert, das es NPCs ermöglicht, potenzielle feindliche Verstecke zu ermitteln, sie zu überprüfen und dann zu verfolgen. In der nächsten Phase können die NPCs Informationen auch noch miteinander austauschen, um dann gemeinsam ein ganzes Gebiet zu erkunden, während das neue AI-Navmesh genutzt und weiter ausgebaut wird.
Außerdem wurden die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für nahtlose Übergänge in nutzbare Objekte fortgesetzt. Diesmal wurde ein saubereres und zuverlässigeres System für scharfe Kurvenanimationen implementiert, das den NPCs eine natürlichere Bewegung verleiht, wenn sie um die Ecke gehen. Dadurch fühlen sich NPCs schwerer an als vorher und zeigen eine Gewichtsverteilung, wenn sie sich um scharfe Ecken bewegen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Fahrzeug-KI. CRG hat nun nämlich den NPCs die Fähigkeit verliehen, unterschiedliche Modi innerhalb des Fahrzeugs durchzuwechseln und arbeitet als nächstes nun daran, der KI eine höhere Fluggeschwindigkeit zu ermöglichen. Allgemein kann man hier sagen, dass CRG daran arbeitet, der KI mehr Informationen zur Verfügung zu stellen und deren Verhalten so realistisch wie möglich zu machen, dass man also möglichst irgendwann eines schönen Tages kaum noch von Menschen unterscheiden können wird und dass die NPCs allgemein eine sehr, sehr hohe Dynamik aufweisen. Weiter geht's mit Art und Design. Hier wurde an Emotes und Outfits für kommende Veröffentlichungen sowie Marketingartikel für Abonnenten und bevorstehende Feiertage gearbeitet, während ein neues MoCap-Studio Mitte August jetzt in Betrieb genommen werden soll. Was Raumschiffe betrifft, konnten die Arbeiten am Argo SRV fortgesetzt und das Exterieur abgeschlossen werden. Auch die Entwicklung eines noch unangekündigten Schiffes wurde von der Greybox in die finale Artphase übergeben. Wir wissen noch nicht, worum es sich genau handelt, aber das Schiff hat ein Cockpit, mehrere Wohnräume und einen Frachtraum. Ihr könnt also gerne mal ein bisschen in den Kommentaren spekulieren, was das wohl sein könnte. Klingt auf jeden Fall nach was Größerem und dauert sicher nicht mehr lange, bis es online geht. Vielleicht ein Alien-Frachtschiff? Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Außerdem wurden letzte Arbeiten an einem ebenfalls noch unbekannten neuen Bodenfahrzeug durchgeführt. Und an einem weiteren unangekündigten Vehikel begannen die Arbeiten am Exterieur, während gleichzeitig das Ressourcenverwaltungssystem am Beispiel der Hammerhead gestartet wurde. Dazu gehören das Hinzufügen von Relays und Modifikationen an den vorhandenen Komponentenschächten, um sie alle funktionsfähig zu machen, sowie einige Änderungen an der Platzierung, um das Gleichgewicht zu wahren. Wir kommen dann gleich nochmal auf dieses Ressourcensystem zurück, weiter unten im Gameplay-Part. Schließlich wurde an den letzten Parts der Drake Corsair gearbeitet und die Haupt-Retro- und Navigationstriebwerke in die letzte Phase gebracht. Die Backbordflügel wurden soweit fertiggestellt und sind nun bereit zur Übergabe in die finale Artphase und auch äußerlich wurde die Nase weiter detailliert und es wurden Änderungen an der Aufklebertextur vorgenommen, um die offizielle Drake-Schriftart zu vereinheitlichen. Außerdem brachte das Team auch den inneren Frachtraum zur endgültigen Gestaltung, wobei ein erster Beleuchtungsdurchgang im gesamten Innenraum abgeschlossen wurde. Also auch die Drake Corsair kommt hier sehr, sehr gut voran und ist ein heißer Kandidat für die Alpha 3.18, würde ich mal sagen. So, weiter geht's mit dem Gameplay-Part. Für den Arena-Commander wurden diverse Bugs gefixt, unter anderem im Bereich Scanning und Ping, sowie beim Spawn der KI und den Locations. Für Star Citizen konnten Rubberbanding-Probleme gelöst, sowie das neue Server-Sync-Feature implementiert werden, was zu ja insgesamt flüssigeren Bewegungen von Spielern und NPCs führt, wie wir das auch aktuell schon in der 3.17.2 merken. Auch an der Lebenserhaltung wurde weiter gearbeitet. Die Miss Kul'ar wird das erste Schiff im gesamten Spiel sein, was das neue Ressourcenverteilungssystem mit Relay-Punkten nutzt, um damit die Energieverteilung zu ermöglichen. Dabei wird die Energiezelle und auch die Treibstofftanks das neue System versorgen, sowie eine neue Benutzeroberfläche erstellt, was dann uns Spielern die Möglichkeit gibt, beispielsweise die Temperatur Raum für Raum zu steuern oder auch später dann die Schwerkraft und andere Dinge. Auch das Salvaging kommt gut voran und die Teams kümmern sich aktuell darum, Warenkisten und Reparaturmunition an einer speziellen Füllstation sowohl in der Vulture als auch in der Reclaimer bereitzustellen. Sicher können wir dann diese Inhalte schon sehr bald auf dem PTU der Alpha 3.18 ausgiebig testen. Ich will nochmal kurz daran erinnern, dass nicht nur die Drake Vulture, sondern auch die große Reclaimer in der Lage sein wird, das Salvaging von 3.18 zu benutzen. Die Reclaimer nutzt dabei diese großen Geschütztürme, die sie hat, diese Salvage-Türme und kann ebenfalls Reparaturmunition erstellen. Und die Vulture, die schweißt sich eben vorne mit ihren beiden Ärmchen durch und kann das gleiche. Nur halt in einem wahrscheinlich geringeren Format, das sehen wir aber dann erst. So, als nächstes werfen wir einen Blick auf die Grafik und auf die neue Planetentechnologie, denn hier wurden endlich die Portierungen von GasCloud in den Gen 12 Renderer abgeschlossen. Und auch die Arbeiten an der Vulkan-Implementierung und am Rendering von Partikel-Meshs in der Gen 12 wurde gestartet, sowie Fortschritte bei der Lichtbrechung und Strahlen erzielt. Für den Haarshader wurden Verbesserungen an der Haarfarbe und am Spiegelbild vorgenommen und es gab Aktualisierungen für Tessellation und Verschiebung beim organischen Shader.
Bei den Sprungpunkten, die mit Pyro kommen, konzentriert sich das Team auf die Verzweigung von Tunneln, wo man diverse Fixes vorgenommen hat, zum Beispiel bei irgendwelchen Verbindungssegmenten, die sich dann selbst überschneiden. Das Planet Tech Team hat den Welten- und Biombilder verbessert, indem es die Mesh-Erstellung in den Hintergrund verlagert hat, was die Ruckler im Editor deutlich reduziert. Außerdem wurden Fehler bei nicht übereinstimmenden Physik-Meshs auf Servern behoben und prozedurale Entitäten überarbeitet, was die Ladezeit des Planeten deutlich verbesserte. Neben allgemeinen Verbesserungen des Flussplatzierungswerkzeugs wurden auch 4-Punkt-Kurven zur Flusserzeugung hinzugefügt. Wie gesagt, das hatten wir schon im letzten Video, schaut euch das gerne mal an, wo es um das Thema Flüsse und automatisches Platzieren davon ging. So, und auch die Kollisionserkennung wurde zu Raster hinzugefügt, um zu verhindern, dass Module platziert werden, wenn sie sich mit einer anderen Geometrie überschneiden. Im Bereich der Beleuchtung hat sich CRG um sehr viel ältere und immer mehr sich häufende Probleme gekümmert, für die bisher einfach keine Zeit oder auch eben einfach keine Priorität da war. Es wurde sich aber auch um neue Belichtungen, beispielsweise für die neuen Sandhöhlen, gekümmert, die dann ja ein etwas sanfteres und gedimmteres Licht benötigen. Außerdem wurde auch ein Beleuchtungsdurchgang für die bevorstehenden Absturzstellen der Origin 600i und der Star Runner abgeschlossen, wobei die nahegelegenen Siedlungen in die Landschaft integriert und die Beleuchtung der Schiffe entfernt wurden. Schließlich arbeiten sie an einem vollständigen Beleuchtungsdurchgang für eine neue Rennstrecke, die dann in der Horizon-Kongresshalle errichtet wird. Dazu gibt es sicher morgen noch einige weitere Infos, bin mal gespannt. Bei Inside Star Citizen könnten sie uns da was von zeigen. Das machen wir dann morgen am Freitag bei Star Citizen News. Für dieses Video kommen wir jetzt noch zum letzten Part, nämlich dem Technik-Part, denn das Team der Online-Dienste hat im Juli einiges hinbekommen. Zum einen die Verbesserung der Leistung des Entity-Graph-Dienstes und damit erhebliche Leistungssteigerung erzielt, in einigen Fällen im zweistelligen Prozentbereich. Für den neuen Login-Flow wurden Fehler behoben und das Zurücksetzen des Charakters getestet. Dann ging man zur zweiten Phase der Überarbeitung über, Ledger und Wallet, die den Umgang mit der Währung im Spiel verändern werden. Genauere Infos haben wir hier nicht, das klingt aber ganz spannend. Mal gucken, was sie dann da machen. Das sind eben diese ganzen Dienste, müsst ihr wissen, die mit dem Server interagieren und verschiedene Sachen wie das Geld, den Login, den Reconnect und auch das Gruppensystem steuern. Da ist ja einiges aktuell kaputt, wie ihr wisst. Und da gibt es also einige Updates wahrscheinlich in Bälde. Wahrscheinlich dann mit 3.18. Das gleiche gilt auch für das Inventarsystem, denn hier hat das Team eine Überarbeitung des Inventarverwaltungssystems abgeschlossen, das für das persistente Streaming benötigt wird. Dieses System befindet sich derzeit in der internen Testphase mit dem Actor-Feature-Team und betrifft fast alle Inventare im gesamten Spiel. Das ist für uns Spieler aber eher unsichtbar, das ist einfach ein Hintergrundsystem und dann hoffen wir mal, dass das Inventar dadurch deutlich robuster und vor allem wesentlich schneller und agiler wird und CRG auch das Ganze ja mit entsprechenden Vereinfachungsmöglichkeiten noch updated, dass es nicht mehr so clunky ist. Auch an der Star Map wurde weiter gearbeitet, die immer noch fehlt. Es wurden die Beschriftungen verbessert und ein Konzept für die Darstellung von Weltraumwolken erarbeitet, das gut aussieht und bereits jetzt gut funktioniert. Leider wissen wir noch immer nicht, wann die neue Star Map endlich ins Spiel reinkommt. Ich tippe aktuell auf die 3.18. Ja, ihr seht, ich mache mir große Hoffnungen, was 3.18 betrifft und ich glaube auch zu Recht, denn wir haben viel in den letzten Wochen und Monaten davon gehört, wir haben auch schon einiges davon gesehen. Es sind aber noch viele Fragen und viele Punkte offen, die sich wahrscheinlich erst mit dem, ja, mit dem Release auf dem PTU zumindest mal von 3.18 zeigen werden. Ich hoffe ja, dass sie dann wirklich die neue Star Map im Patch drin haben, dass sie die ganzen Fortschritte, die sie letzten Wochen und Monate uns gezeigt haben, ebenfalls integrieren können und dass diese volle Persistenz der Spielwelt uns ja generell viel mehr Möglichkeiten gibt und das Ganze ein bisschen fluffiger macht. Aber was meint ihr denn zu all dem Kram? Schreibt's mal in die Kommentare. Freut ihr euch auf die neuen angekündigten Features für 3.18 und freut ihr euch über diese ganzen KI-Updates? Da war ja auch viel offen, was sie nun aufgeholt haben. Schreibt's gerne mal rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum nächsten Star Citizen News, wo es dann um ja unter anderem neue Rennstrecken geht und auch um die Alpha 3.18, wo wir einige neue Features vielleicht schon mal sehen können. Ich bin gespannt darauf. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now you're forecast.